Hallo Leute. Das schöne Wetter ist leider vorbei und jetzt ist es auch kühl geworden und es regnet auch öfters. Aber wo es schön war, haben wir eine Bachwanderung gemacht und sie aufgenommen. Ja, und seitdem Enrico und Leon 3 Jahre alt sind, gehe ich mit denen jedes Jahr im Sommer durch die Bach wandern. Und das macht richtig Spaß und man kann echt viel erleben, viel sehen. Und was man bei einer Bachwanderung erlebt, das zeigen wir euch in diesem Video. So Jungs, dann wollen wir da durchgehen. Mal gucken, was wir heute hier entdecken. Wir machen das jedes Jahr, dass wir durch die Bach wandern. Und gibt es immer coole Sachen zu entdecken. Wir werden auch mal versuchen, irgendwo unter die Wurzeln zu greifen. Vielleicht haben wir Glück und fangen mal einen Fisch. Oh, hier wird es tief. Nicht tief. Ui. Sorry. Warte mal, hier sieht's gut aus. Die Wurzel hier. Oh, ich habe was gefangen. Eine Plastikflasche. Plastikmüll. Nee. Weiter. Leon, was ist los? Kalt? Ich schätze mal, das Wasser hat heute ungefähr 16, 17 Grad. Das haben wir früher gemacht, wo wir in eurem Alter waren. Ein bisschen älter, 12, 13. Ich bin fast 12 alt. Das haben wir früher sehr oft gemacht hier. Rumgewandert. Ja, das. Nach dem Winter, nach ganzen Überschwemmungen, sieht es hier ziemlich verwüstet aus. Wir wollen jetzt hier rüber gehen, das ist ein Problem. Das weiß ich nicht. Hinten drunter zu tauchen. So. Hier, guck da. Wie kommen wir jetzt hier durch? Da. Wo willst du durch? Hier und zum Wegkämpfen durchkämpfen. Dann kämpf da durch, ich kämpf hier durch. Du willst aber nicht drüber gehen. Das werden wir gleich gucken. Das ist gar nicht so tief hier. Das ist ja wirklich. Das Ding ist so ekelhaft. Aber wir sind ja in der Natur. Nein, oh. Hier waren Fische drunter. Das war wahrscheinlich mit Fuß. Nee, das waren zwei Fische, habe ich gespürt. Sind rausgeschwommen. Leon, schaffst du es? Ich muss baden gehen. Ah, da ist die tiefe Stelle, gell? Oh, ja, da geht's ganz schön schnell berg. Ui! Ich gehe da so ganz über lang, aber immer geht's immer tiefer. Boah! Nee, hier ist. Ich hab einen kleinen Krebs gefangen, guck. Was? Ein Krebs? Ein Mini-Krebs. Ein Mini-Krebs. Oh, cool, wie süß. Zeig mal. Oh, oh, es ist kalt. Ein Mini-Krebs klemmt er nicht? Ja. Tut das weh? Lass mal auf der Hand halten. Tut das weh? Hat es wehgetan? Nee. Was für Spaß, du Bart. Ah, da geht's wieder hoch, oder was?
Das weiß ich nicht. Ihr wolltet doch schwimmen. Ja. Also schwimmt ihr gleich. Ihr müsst weiter rechts gehen. Ich stolper gleich auch. Jetzt könnte ich hier eigentlich hier richtig lang schwimmen. Was machen? Mach doch. Meine Kappe. Musst du gucken, dass die nicht unter Wasser geht. Leon, komm. Ey, ich schwimme jetzt. Ist mir egal, ich schwimme. Nico, ich schwimme. Ich schwimme. Leon, hilf dir selber. Wirklich tief? Oh ja, oh. Da muss man durchschwimmen, ja. Fang an zu schwimmen. Wieso ich? Ja, du schwimmst darüber, wir kommen hinterher. Ich muss ja den Leon festhalten. Ja, nein. Ja, falls der hier gleich vom Wels geschnappt wird. Ich muss ihn ja festhalten, ja. Ja. Ui. Egal, das ist mein Tiefstand. Ganz schön tief, oder? Das ist richtig tief hier. Ist egal. Ich glaube, ich muss gleich auch schwimmen. Geh uns so tief. Rico, hör mal auf zu schubsen. Ey, ich hab dich nur festgehalten. Ich bin im Schlamm versunken. Wissen denn die jetzt nicht? Muss man durch, das ist ein Abenteuer. Oder wir können da links. Nein, ein Abenteuer. Dann schwimmt, ich hab keinen Bock zu schwimmen. Gehst du außen schwimmen? Du verzichtest auf Abenteuer. Dann schwimm. Zeig mal, wie du das machst, dann mache ich dir nach. Ich auch. Du hast gesagt. Schwimm doch. Da hinten bist du nicht vertieft. Nee, deswegen, das ist die tiefste Stelle. Die müssen wir überwinden und dann geht's. Komm, mach doch einfach. Geh doch, schwimm. Du hast doch schon Schwimmen. Du warst Schwimmer, also geh schwimmen. Tauchlinie. Ja, mach mal einen Tauchgang. Ich hab keine Ahnung, wie es sein wird. Ist egal, du kannst auch schwimmen. Oder einfach kurz gehen und dann schwimmen. Hier, das haben wir früher gemacht, da warst du, Enrico, ungefähr 6 Jahre alt, oder? Weißt du noch, Leon, da warst du 3, 4, da sind wir da rumgewandert, ja, ja. Auch hier? Nee, wir waren da weiter oben, oh, ey, da war aber auch ziemlich tief. Das geht mir bis hier hin, ich kann da drin stehen. Du sollst auch schwimmen. So will ich doch, ich wollte das nicht. Hier, entweder ich zähle bis 3, entweder schwimmen wir jetzt oder wir gehen außen rum. Ist doch egal. 1, 2, okay, dann allein 3. Machen. Ja, wie kommt ihr doch hinterher? Nein, du hast gesagt. Okay. Ich mache als Letzter. Ich muss euch ja filmen, wie ihr schwimmt. Ich denke, das ist in der Abend. Sind die wasserdicht, Papa? Schwimm doch da durch. Sind die wasserdicht, die Dinger? Und? Mit der Tiefe? Kann ich nicht stehen! So, schwimm einfach! Ja, es ist ein Dribbel! Aber denkst du, die Dinger sind wasserdicht? Boah, das ist ein Ast aus zum Glück! So, der ist nicht mehr tiefer! Der Ast ist hier weg! Ja, schwimm, geh doch mal rüber, guck mal, ob es da vorne wieder. Ja, hier kann man tief. Ja, schwimm! Ja. Oh, ich hab gar keinen Bock zu schwimmen, Leon. Komm, schwimm du mal. Falls du irgendwo hängen bleibst, musst du dich ja retten. Deswegen, ich muss hinter dir bleiben. Ich schwimm einfach. Schwimm doch einfach. Da ist ein Ast im Weg bei dir. Ich hab super erreicht. Ich bin bis zum Hals im Wasser. Guck. Ich bin unter Wasser gewesen, ich konnte da nicht mehr stehen. Diesen Ast im Weg. Oh. Der Ast hat mich ausgemacht. So, jetzt bin ich auch komplett nass. Weiß ich das? Okay. Ich weiß es nicht, komm mal. Alles wegen dir. Wir haben dich geschützt, Enrico. Ja, ich weiß, was du willst. Oh, wir gehen jetzt in den Wasser. Abenteuer pur, würde ich mal so sagen. Aber jetzt habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt. An das Wasser. Jetzt geht's. Aber wir sind hier bei dieser Strömung. So. Jetzt müsst ihr ganz leise sein. Das ist ja die Stelle, wo wir
Monsterfisch gefangen haben. Den Trümmer. Aber hier ist tief, müsst ihr aufpassen. Bleibt mal hier stehen. Nee, war nix. Sind keine Fische drunter. Jetzt haben wir wieder drin. Ich glaube, hätten wir einen kleinen Kescher gehabt, hätten wir hier und da mal vielleicht einen Fisch gefangen. Aber mit dem Kescher zu fangen, das ist ja keine Kunst. Mit den Händen zu fangen, da muss man schon ein bisschen mehr Glück haben. Oh, ist das tief hier. Oh, das ist tief. Ist klar. Einen Fisch werden wir heute hier nicht mehr sehen. Nee. Das waren Stellen, hier hatten wir nie Erfolg gehabt. Das sind keine tiefen Wurzeln. Wir sind schon fast da. Am Ziel. Ist ein Vogel drin? Ja. Ja. Eine Blaumeise. Nee, ich habe schon gebadet, das reicht mir. Wollen wir noch weitergehen? Oder wollen wir hier aufhören? Wollen wir noch ein Stück weitergehen oder wollen wir hier aufhören? Oder ist das hier das Ende von der Bachtour? Wir haben ein paar Tage später unsere Bachwanderung fortgesetzt und wir sind in diese Richtung gegangen. Und was wir alles hier erlebt haben, das seht ihr jetzt in dieser kleinen Vorschau. So, heute geht's weiter mit unserer Bachwanderung. Und unser Ziel ist es, dass wir eine Wasserratte entdecken. Finn, was meinst du? Werden wir heute eine Ratte entdecken? Ja. Sieht sehr gefährlich aus da in dem Dickicht. Da eine Wasserratte! Da! Warte, eine Wasser! Da ist eine Wasserratte! Die ist ja riesig! Finn, guck, da ist die Wasserratte! Alter! Wie sieht die aus? Du wolltest doch streicheln! Also so nah war ich einer Wasserratte noch nie. Und ihr Jungs? Oh. So, tschüss.